Märchen von Ludwig Bechstein. Das Märchen von den sieben Schwaben. Es waren einmal sieben Schwaben. Die wollten große Helden sein und auf Abenteuer wandern durch die ganze Welt. Damit sie aber ein gut gewaffen hätten, ließen sie sich einen Spieß machen. Sieben Mannslängen lang. Den fassten sie zu siebend an und gingen in einer Reihe hintereinander. Voran ging der Herr Schulz, der Allgäuer, der als der männlichste unter ihnen. Dann kam der Jackli, genannt der Seehas. Hierauf der Marli, genannt der Nestelschwab. Dem folgte der Jerkli, das war der Blitzschwab. Hernach ging der Michel, Spiegelschwab zugenahmst. Dann kam der Hans, Knöpfleschwab. Und zuletzt kam Feitli, das war der Gelbfüßler. Diese Beinamen hatten alle ihre gute Ursache. Der Herr Schulz wurde der Allgäuer geheißen, weil er aus dem Allgäu gebürtig war. Der Seehas hatte am Bodensee gesessen. Der Nestelschwab führte darum seinen Namen, weil er statt der Knöpfe Nesteln an den Hosen hatte und letztere fast immer mit der Hand in die Höhe hielt, dieweil die Nesteln oftmals abgerissen waren. Der Blitzschwab hieß also, weil er sich die Redensart Potzblitz angewöhnt hatte. Der Spiegelschwab hatte die Gewohnheit, seine Nase allzeit an den Vorderärmel seines Jankers abzuputzen, der davon einen gewissen Spiegelglanz annahm. Knöpfleschwab war ein Mann, der verstand, gute Knöpfle oder auch Spätzle genannt zu kochen. Und der Gelbfüßler endlich war aus der Bopfinger Landschaft, deren Einwohner die Umwohner Gelbfüßler schimpfen. Darum, dass sie einstmals einen Wagen voll Eier, den sie ihrem Herzog als Abgabe bringen mussten, recht voll stampfen wollen und die Eier mit den Füßen festgetreten, diese gegilbt hatten. Zogen nun die sieben allesamt guten Mutes mit ihrem Spieß dahin, so kamen sie eines Tages in der späten Dämmerung über eine grüne Wiese. Da hob sich eine Hummel, nicht weit von ihnen, mit feindlichem Gebrummel hinter einer Dornhecke hervor und flog vorüber. Darüber erschrak der Schulz, der Allgäuer, mächtig und begann Angstschweiß zu schwitzen, konnte auch kaum noch den Spieß halten und schrie seinen Kriegsgesellen zu: »Horcht, horcht, der Feind trommelt schon!« Da schmeckte der Jackli, der dicht hinter dem Schulzen ging, einen üblen Geruch und rief: »Wohl, wohl, etwas ist vorhanden, ich schmecke schon das Pulver!« Da nahm der Herr Schulz Reißaus, ließ den Spieß fahren und sprang über einen Zaun, kam aber gerad auf die Zinken eines Rechens zu springen, und da fuhr ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihnen einen ungewaschenen Schlag. Schulz vermeinte, der Feind haue auf ihn ein und schrie: »Gib Gnade, ich ergib mich!« Die anderen sechs waren nachgesprungen über den Zaun, und da sie ihren Anführer also schreien hörten, so schrien sie alle: »Gibst du dich, so geb ich mich auch!« Aber es war niemand vorhanden, der die sieben Schwaben gefangen nehmen wollte. Und da sie das merkten, schämten sie sich ihrer wenigen Herzhaftigkeit und verschwuren sich, diese ihre erste Heldentat nicht weiter zu erzählen. Ein wenig weiter, so kamen die sieben Schwaben auf ihrem Zuge in einen Hohlweg. Und wie sie so tapfer drauf losmarschierten, merkten sie nicht, dass ein großmächtiger Bär im Wege lag, bis der Allgäuer ihm ganz nahe war. Als der den Bären sah, war er hin vor Schreck und stolperte, stieß mit dem Spieß geradezu auf den Bären los, wozu er aber nichts konnte, und schrie dazu gottsjämmerlich: »Ein Bär, ein Bär!« Vermeinte, sein letztes Brot wäre gebacken und bereits verzehrt. Doch rührte sich der Bär nicht, dieweil er maustot war. Es war der Allgäuer hoch erfreut, schaute um nach seinen Brüdern und sah nun mit neuem Schreck, dass alle da tot auf dem Boden lagen. Meinte, er habe sie gar mit dem Spieße hinterrücks erstochen und erhob ein Wehgeschrei. Als die am Boden liegenden aber vermerkten, dass der Bär den Allgäuer nicht aufgefressen, denn sie waren nur vor Schreck dahin gepurzelt, lugten sie vorsichtig in die Höhe. Und wie sie sahen, dass der Bär tot war, erhoben sie sich frisch und gesund, traten um den Bären herum und auf ihn und untersuchten ihn, wie tief wohl die Wunde sei, die der Spieß ihm beigebracht, fanden aber keine. Und der Blitzschwab sagte: »Potzblitz, der Bär ist verreckt und schon lange tot.« »Oh ja«, sprach der Jackli, »man schmeckt den Braten.«
Sie wurden einst dem Bären das Fell abzuziehen und als Siegeszeichen mitzuführen, das Aas aber liegen zu lassen. Möge den Bären nun die Schafe fressen, wie er zuvor die Schafe gefressen hat, sprach einer unter ihnen. Und so zogen sie weiter mit ihrem Bärenfell und ihrem Spieß. Und da geschah es, dass die Gesellen auf ihrer Weiterfahrt an einen weiten blauen See kamen. So dünkte es ihn, denn es war alleweil etwas dämmerig geworden, der schlug Wellen im Wind. Und droben an seinem Abhang standen die sieben Schwagen und lugten hinunter, wie sie wohl am geschwindesten über diesen See kommen möchten. Nun war dort aber kein Wasser da unten, sondern ein Feld voll Flachs, der so recht in seiner schönsten blauen Blüte stand. »Potz Blitz«, rief da der Blitzschwab, »was ist da zu tun? Über das wilde Wasser müssen wir.« »Allgäuer, du trag uns hinüber, wie Weihlang St. Christoph die Pilgrimsleute«, sagte der Seehas. »Bei Gott«, antwortete der Allgäuer, »ins Wasser ging ich wohl, wenn's nicht tiefer ging als an den Hals.« Der Nistelschwab griff mit der Hand an seinen Hosenbund, das edle Kleidungsstück festzuhalten, dass es ihm nicht entfalle, während er mit der einen Hand schwimmen täte. Dem Knöpfleschwab war das Ding gar nicht einerlei. Er lugte scharf, ob kein Haifisch, Walfisch oder Krokodil im Wasser brause. Und so standen auch die anderen ganz verlegen da, bis der Blitzschwab sich hinter ihnen herumdrückte und ein paar hinunterstief, indem er ausrief, »Frisch gewagt ist halb geschwommen!« Da die nicht untersanken, fasste sich auch der Gelbfüßler ein Herz und tat einen Hupf hinunter. Ihm folgte der Blitzschwab und der Nestelschwab mit besserem Vertrauen und zuletzt ritt der Allgäuer auf dem Spieße hinab. Unten plumpste einer auf den anderen, bis sie merkten, dass sie mit der Nase in ein grünes Gras gefallen waren und allgemach mit etwas gequetschten Rippen sich wieder aufmachten und an dem Spieße wiederum für Bars schritten. Nach mehr als einem anderen Abenteuer, das zu lang wäre zu erzählen, gelangten die sieben Schwaben an einen wirklichen großen See. Und da sagte der Seehas, der ihn gleich erkannte, »Das ist der Bodensee!« An dessen Ufern sollte, wie die Sage ging, ein gefährliches Ungeheuer hausen, welches zu bekämpfen und zu erlegen die sieben tapferen Schwaben sich fest vorgenommen hatten. Da sie nun des Sees ansichtig geworden und zugleich des Waldes, in dem das Ungeheuer sich aufhielt, man wusste nicht, war es ein gräulicher Lindwurm oder ein feuerspeiender Drache, so fiel ihnen zumeist das Herz in die Kniekehle. Sie machten Halt und zündeten ein Feuerlein an, auf das der Knöpfleschwab noch zu guter Letzt, denn wer konnte wissen, ob das Untier sie nicht allesamt mit Hut und Haar verschlingen werde, mit oder ohne ihrem Spieß, eine Mahlzeit Knöpfle und Spätzle bereitete und stellten während dem Essen Todesbetrachtungen an. Und nach diesem begannen sie ihre Schlachtordnung herzurichten. Dabei gab es aber allerlei Span und Zwietracht. Der Allgäuer sagte, er sei nun bislang immer der Vorderste gewesen. Es wäre Zeit, dass der nun auch einmal der Hinterste sei und es solle der Blitzschwab voran. Der meinte aber, »Courage habe ich genug im Leib, aber nicht Leib genug für die Courage und das Biest von Ungeheuer.« Der Spiegelschwab wischte sich die Nase am Ärmel und tat den Vorschlag, es solle doch wohl besser sein, wenn einer für alle sterbe, und meinte, der Knöpfleschwab könne ihnen diesen kleinen Gefallen tun. Der aber schrie und zeterte, als habe das Ungeheuer ihn schon am Schlawittig. Und so sprachen und stritten sie noch eine Weile hin und her, bis sie sich friedsam einigten und hurtig mit ihrem Spieße vorwärts schritten, gerade auf den Wald zu, wo das Untier hausen sollte. Ehe sie den erreichten, kamen sie an einen Rhein davor. Da saß ein Has und machte ein Männlein und streckte die langen Löffel in die Höhe. Das war den Schwaben gar grausig anzuschauen, hemmten darum ihren Schritt, hielten Rat und besannen sich, ob sie vorwärts rücken und aufs Untier eindringen sollten, mit lang vorgestrecktem Spieß, oder ob sie sich zur Flucht wenden sollten. Doch hielt jeder fest am Spieß. Da nun das Feitli hinten zumeist in Nummer sicher war, schwoll ihm der Kamm und er schrie dem Schulzen zu, der voranstand, »Stoße zu, in aller Schwaben Name!« Der Hans, des Feitli Gelbfüßler Vordermann, Knöpfleschwab, spottete der Courage des Feitli, indem er sagte, »Ja,
du hast gut reden. Du bist der Letzte beim Drachenhetzen.« Dem Michel sträubte die Herzhaftigkeit das Haar empor. Er blickte gar nicht hin nach dem Ungeheuer, sondern sprach mit abgewandtem Gesicht, indem er den Ärmel seinem Gesicht näherte: »Was, wenn's der Teufel ist?« Der Jerkli schaute auch nicht hin zum Ungeheuer und stimmte zaghaft bei: »Blitz, ist das nicht, so ist's seine Mutter oder des Teufels Stiefbruder.« Dem Mali Nestelschwab, der sich schon ziemlich weit vorn am Spieß befand, an dem die Schwaben hingen wie aufgespießte Lerchen, gefiel sein Platz auch nicht und er hatte einen guten Einfall. Er kehrte auch sich um, da er nicht für nötig befand, das Ungeheuer anzusehen, und rief dem Veit zu: »Geh, Veitli, geh voran, ich will dahinter vor dir stehen.« Veitli drückte aber seine Ohren auf und tat, als höre er nicht, worauf der Mali zu Jackli sagte: »Geh du voran, du hast Sporn und Stiefel an, dass dich der Drache nicht beißen kann.« Aber Jackli fand seinen Trost darin, dass der Allgäuer an der Spitze des Spießes der sieben Schwaben und des zu bestehenden Abenteuers stand und sagte: »Herr Schulz, der muss der Erste sein, denn ihm gebührt die Ehr allein.« Schulz Allgäuer fasste sich ein Herz und sprach mutig, da es nun einmal in die unvermeidliche Gefahr ging: »So zieht dann herzhaft an den Streit, daran erkennt man tapfre Leut.« Und so ging es in Gottes Namen und im Sturmschritt auf das Ungeheuer los. Und als dem Schulzen das Herz bobberte, konnte er sich seiner Angst nicht erwehren und schrie: »Hua, ho, ho, hua!« Da freilich erschrak der Hase, flüchtete querfeldein und lief, was er laufen konnte. Jetzt rief Schulz Allgäuer freudig: »Potz, Veitli, guck, guck, was ist das? Das Ungeheuer ist nur ein Has.« »Hast du gesehen? Hast du gesehen?« fragten sich nun die anderen untereinander. »Potzblitz, ein Ding wie ein Kalb«, rief der Blitzschwab. Der Nestelschwab tat seinen größten Fluch: »Mit Verlaub, dass dich das Mäusle beißt, ein Tier wie ein Mastochs.« »Oho«, rief der Knöpfle-Schwab, »ein Elefant ist nur ein Katz gegen das Ungetier.« »Bei Gott«, erwiderte der Allgäuer, »wenn das kein Has gewesen ist, so weiß ich keinen Drei-Männerwein vom Rachenputzer zu unterscheiden.« »Nu, nu«, vermittelte der Seehas, »Has her, Has hin. Ein Seehas ist halt größer und grimmiger als alle Hasen im Heiligen Römischen Reich. Wie der Seewein saurer und herber als alle Weine im Heiligen Römischen Reich«, spottete hinten der Gelbfüßler. Und über diese Anzüglichkeit hätte ihm der Seehas fast ein paar Watschen gegeben, denn er fühlte sich in seinem Nationalgefühl verlegt. Da nun das Abenteuer mit dem Ungeheuer von den sieben Schwaben so glückhaft bestanden war, wurden sie eins nunmehr von ihren Taten auszuruhen und wieder friedlich heimzuziehen. Zuvor aber tue Not, ein Siegeszeichen zu errichten, das der Mit- und Nachwelt ihren Triumph auf ewige Zeiten vermelde. Da nun aber unmöglich war, wie vor Zeiten tapfere Ritter getan, die Drachenhaut in einer Kirche aufzuhängen, dieweil kein Drache sein Fell zum Markte getragen und der Has in seinem Balg wohlbehalten entkommen war, so wurden die guten Gesellen dahin eins, ihr Bärenfell und ihren Spieß als eine Trophäe in die nächstgelegene Kapelle zu stiften. Die hieß man hernach die Kapelle zum Schwabischen Heiland. Dort wird wohl der Spieß noch hängen, das Bärenfell aber haben die Motten verzehrt. Und die Sperlinge haben die Haare in ihre Nester getragen. Vom Schwaben, der das Leberlein gefressen. Als unser lieber Herr und Heiland noch auf Erden wandelte, von einer Stadt zur anderen, das Evangelium predigte und viele Zeichen tat, kam zu ihm auf eine Zeit ein guter, einfältiger Schwab und fragte ihn: »Mein Leidengesell, wo willst du hin?« Da antwortete ihm unser Herrgott: »Ich ziehe um und mache die Leute selig.« So sagte der Schwab: »Willst du mich mit dir lassen?« »Ja«, antwortete unser Herrgott, »wenn du fromm sein willst und weidlich beten.« Das sagte der Schwab zu. Als sie nun miteinander gingen, kamen sie zwischen zwei Dörfer. Darin läutete man.
Der Schwab, der gern schwatzte, fragte unseren Herrgott: »Mein Leidengesell, was läute man da?« Unser Heiland, dem alle Dinge wissend waren, antwortete: »In dem einen Dorfe läutet man zu einer Hochzeit, in dem anderen zum Begängnis eines Toten.« »Gang du zum Toten«, sprach der Schwab, »so will ich zur Hochzeit gehen.« Darauf ging unser Herrgott in das Dorf und machte den Toten wieder lebendig. Da schenkte man ihm 100 Gulden. Der Schwab tat sich auf der Hochzeit um, half einschenken, einen Gast um den anderen und auch sich selbst. Und als die Hochzeit zu Ende war, da schenkte man ihm einen Kreuzer. Das war der Schwab wohl zufrieden, machte sich auf den Weg und kam wieder zu unserem Herrgott. Alsbald, wie der Schwab diesen von Weitem sah, hob er sein Kreuzerlein in die Höhe und schrie: »Schau, mein Leidensgesell, ich hab Geld. Was hast denn du?« Trieb also viel prahlend mit seinem Kreuzerlein. Unser Herrgott lachet seiner und sprach: »Ach, ich hab wohl mehr als du«, tat den Sack auf und ließ den Schwaben die 100 Gulden sehen. Der aber ward nicht unbehend, warf geschwind sein armes Kreuzerlein unter die 100 Gulden und rief: »Gemein, gemein, wir wollen alles gemein miteinander haben.« Das ließ unser Herrgott gut sein. Nun, als sie weiter miteinander ging, begab es sich, dass sie zu einer Herde Schafe kam. Da sagte unser Herrgott zum Schwaben: »Gehe, Schwab, zu dem Hirten, heiße ihm, uns ein Lämmlein zu geben und koche uns das Gehänge oder Geräusch zu einem Mahle.« »Ja«, sagte der Schwab, tat, wie ihm der Herr geheißen, ging zum Hirten, ließ sich ein Lämmlein geben, zog's ab und bereitete das Gehänge zum Essen. Und im Sieden, da schwamm das Leberlein stets empor. Der Schwab drückt's mit dem Löffel unter, aber es wollte nicht unten bleiben. Das verdroß den Schwaben über alle Maßen, nahm deshalb ein Messer, schnitt das Leberlein, dieweil es gar war, voneinander ab und aß es. Und als nun das Essen auf den Tisch kam, da fragte unser Herrgott, wo denn das Leberlein hingekommen war. Der Schwab aber war gleich mit der Antwort bei der Hand: »Das Lämmlein habe keines gehabt?« »Ei«, sagte unser Herrgott, »wie wollte es denn gelebt haben ohne ein Leberlein?« Da verschwur sich der Schwab hoch und teuer: »Es hat bei Gott und allen Gottesheiligen keines gehabt.« Was wollte unser Herrgott nun tun? Wollte er haben, dass der Schwab stillschwieg, musste er wohl zufrieden sein. Nun begab es sich, dass sie wiederum miteinander spazierten, und da läutete es abermals in 2 Dörfern. Der Schwab fragte: »Lieber, was läutet man da?« »In dem Dorf läutet man zu einem Toten, in dem anderen zur Hochzeit«, sagte unser Herrgott. »Wohl«, sprach der Schwab, »jetzt gang du zur Hochzeit, so will ich zum Toten.« Vermeinte, er wollte auch 100 Gulden verdienen, fragte den Herrn weiter: »Lieber, wie hast du getan, dass du den Toten auferweckt hast?« »Ich sprach zu ihm«, antwortete der Herr, »steh auf im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes.« Da stand er auf. Schon gut«, rief der Schwab, »nun weiß ich's wohl zu tun«, und zog zum Dorfe, wo man ihm den Toten entgegentrug. Als der Schwab das sah, rief er mit heller Stimme: »Halt da, halt da! Ich will ihn lebendig machen, und wenn ich ihn nicht lebendig mache, so hängt mich ohne Urteil und Recht.« Die guten Leute waren froh, verhießen dem Schwaben 100 Gulden und setzten die Bahre, darauf der Tote lag, nieder. Der Schwab tat den Sarg auf und fing an zu sprechen: »Steh auf im Namen der heiligen Dreifaltigkeit.« Der Tote aber wollte nicht aufstehen. Dem Schwaben ward Angst. Er sprach seinen Segen zum andern und zum dritten Mal. Als aber jener Tote sich nicht erhob, so rief er voll Zorn: »Ei, so bleib liegen in 100.000 Teufel Namen!« Als die Leute diese gottlose Rede hörten und sahen, dass sie von den Gecken betrogen worden waren, ließen sie den Sarg stehen, fassten den Schwaben und eilten demnächst mit ihm den Galgen zu, warfen die Leiter an und führten den armen Schwaben hinauf.
Unser Herrgott zog fein gemachsam seine Straße heran. Da er wohl wusste, wie es dem Schwaben ergehen werde, wollte er doch sehen, wie er sich stellen würde. Kam nun zum Gericht und rief: »O, guter Gesell, was hast du doch getan? In welcher Gestalt erblick ich dich?« Der Schwab ward blitzwild und begann zu schelten. Der Herr hätte ihm den Segen nicht recht gelernt. »Ich habe dich recht belehrt«, sprach der Herr. »Du aber hast es nicht recht gelernt und getan.« »Doch dem sei nun, wie es wolle. Willst du mir nun sagen, wo das Leberlein hingekommen ist, so will ich dir helfen.« »Das Lämmlein hat wahrlich kein Leberlein gehabt«, sagte der Schwab. »Du willst nur nicht sagen«, sprach der Herr. »Wohlan, bekenn es, so will ich den Toten lebendig machen.« Der Schwab aber fing an zu schreien. Henket mich, so komm ich der Marter ab. Der will mich zwingen mit dem Leberlein und hört doch wohl, dass das Lämmlein kein Leberlein gehabt hat. Henket mich nur, stracks und flugs.« Wie solches unser Herrgott hörte, dass sich der Schwab eher wollt henken lassen als die Wahrheit gestehen, befahl er, ihn herabzulassen und machte nun selbst den Toten lebendig. Als sie nun miteinander wieder von dannen zogen, sprach unser Herrgott zum Schwaben: »Komm her, wir wollen miteinander das gewonnene Geld teilen und dann voneinander scheiden. Denn wenn ich dich alle Wege und überall sollte vom Galgen erledigen, würde mir das zu viel.« Nahm also die 200 Gulden und teilte sie in 3 Teile. Als solches der Schwab sah, fragte er: »Ei, Lieber, warum machst du 3 Teile, so doch unserer nur 2 sind?« »Ja«, antwortete unser lieber Herrgott, »der eine Teil, der ist mein. Der andere Teil, der ist dein. Und der dritte Teil, der ist dessen, der das Leberlein gefressen hat.« Als der Schwab solches hörte, rief er fröhlich aus: »So hab ich's bei Gott und allen lieben Gottesheiligen doch selbst gefressen«, und strich auch den dritten Teil ein.